Hallo liebe Leute, ich bin Markus von den Physikanten und ich hatte euch ein Rätsel gestellt. Ich habe hier einen Topfdeckel, der ist mit Scheibenkäse ausgelegt. Darin befindet sich ein Stück Zeitungspapier, das werde ich gleich anzünden und dann diesen Deckel da drauf pappen. Was passiert dann? Los geht's! Drauf. Ja, da entsteht jetzt ein ordentlicher Unterdruck, das kann ich hier auf dem Messgerät sehen. Das hält sehr, sehr fest. Genau, dafür gibt es auch einen Grund. Hier drin ist ein Unterdruck entstanden, weil sich die heißen Verbrennungsgase abgekühlt haben, ja, und sich danach zusammengezogen haben. Außerdem ist das ja sehr, sehr gut abgedichtet von diesen schönen Käsescheiben. Im Pheno könnt ihr so ein ähnliches Experiment machen. Ihr könnt selbst einen Unterdruck erzeugen und dann versuchen, die Glocke, die den Unterdruck bedeckt, davon zu lösen. Das ist quasi nicht machbar. So. Jetzt geht es aber darum, auszuprobieren, ob dieser Unterdruck mich auch wirklich hochheben kann. Theoretisch sollte das möglich sein, man kann es nämlich ausrechnen. Wir haben jetzt hier einen Unterdruck von 0,3 Bar, damit kann ich theoretisch etwa 200 Kilo hochheben. Ob das klappt? Und los geht's! So, liebe Leute! Jetzt wird es spannend, aber so richtig. Ich bin aufgeregt. Ja, aber ja, ich glaube, ein bisschen höher können wir noch. Leute, ich hänge an Käse. Yippie. So, das macht Spaß. Wir sehen uns wieder beim nächsten Experiment, liebe Leute. Macht's gut und tschüss.